Hey, also bei Blitz draußen und willkommen zu einem weiteren Video. Und die Trophäen sind geleakt worden. Heute kam auch ein Patch auf der PS3 raus und der hat, ich denke mal, auch Raygun und die ganzen anderen Features in der Rise mit reingebracht. Also die Raygun Mark II meine ich damit. Und unter anderem hat sie auch die Trophäen mit reingebracht. Ja, ich habe hier mal nach Content sortiert und hat mir hier ganz unten Vengeance 0% sind wieder 10 Trophäen. Kann man hier sehen, 0 von 10. Und die will ich mal ganz kurz besprechen. Die erste wäre Mind Games in Buried Be Their Pawn. Das ist eine Silbertrophäe und das wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, einfach was mit dem Easter Egg zu tun haben. Das ist auch so ein kleines Wortspiel, weil Mind Games, also ich denke mal, Buried ist so eine Art Mine und es gibt ja, wenn man das E jetzt weglässt, in diesem Wort hier Mind Games sind ja dann Gedankenspiele. Haben sie so ein kleines Wortspiel mit reingebaut und Be Their Pawn, also sei ihr, also Pawn ist ja auch im Schach mit drin, natürlich nur in der englischen Sprachversion. Das ist ja das unterste, das schwächste, die schwächste Figur, glaube ich. Ich kenne mich im Schach nicht so aus, aber auf jeden Fall Pawn ist der Bauer, also die schwächste Figur im Schach. Und ja, wir sollen ihr Bauer in Anführungsstrichen sein. Also wird es höchstwahrscheinlich wieder einen Richterhofen und einen Maxis-Easter Egg geben, da ja there da steht, die Mehrzahl. Gehen wir zur nächsten Trophy. Ectoplasmic Residue. In Buried acquire a perk for free. Ja, Ectoplasmic Residue, also ektoplasmischer Rest. Und im Trailer hat man ja diese Frau gesehen. Viele sagen, es ist Samantha. Bitte denkt das nicht. Das von der ganzen Logik her kommt das überhaupt nicht dahin, das kann einfach nicht Samantha sein. Und wenn, dann schneide ich mir einen Arm ab, weil das kann nicht sein. Das, von der Logik her passt das überhaupt nicht hin. Also bitte nicht denken, dass es Samantha ist. Auf jeden Fall, diese Frau ist ja ein Geist. Man sieht ja, dass sie über dem Boden schweben kann. Und Geister verlieren ja auch Ektoplasma. Ich weiß ja nicht, bei Ghostbusters oder sonstigen Geisterfilmen sieht man ja, dass sie da irgendwas dann verlieren. Die Frau verliert ja auch lila Zeug. Das soll anscheinend dieses Ektoplasma sein. Und wenn man jetzt Schlussfolgerung hat, dass man halt einen Perk für Lau bekommt, dann denke ich mal, dass man die Frau ganz normal killen muss oder irgendwie durch eine bestimmte Waffe killen muss. Und dann bekommt man dieses kostenlose Perk. Bin mal gespannt, wie es sein wird. In 5 war es ja so, wenn dieser Scientist dich oder wenn der Scientist gar keinen ja, wegteleportiert und man killt ihn, dann bekommt man ja ein kostenloses Perk, glaube ich, und dieses Pack-a-Punch, was sehr billig ist. Ich denke mal, so ähnlich wird es vielleicht hier sein. Kann man jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall bekommt man irgendwie einen Perk durch diese Frau. So, das nächste. I'm your Huckleberry. In Buried access all areas with the help of your new friend in one game. Ich habe ja auch in meiner zweiten Trailer-Analyse gesagt, von dem Replacer-Trailer, dass unser neuer Freund, der 3-Meter-Riese, dass der vielleicht hinten in dieses ganz großen Haus die Steine da wegmachen kann. Und ich denke mal, es gibt mehrere Spots, wo dieser ja, Kumpel, Steine oder Geröll, was weiß ich, wegmachen kann und dass man halt irgendwo hinkommen kann. Und muss man halt in einem Spiel machen. Ist auch so ähnlich wie in Mob of the Dead, wo Brutus alle Bänke, Perks und so ja, versperren muss. Gut, gehen wir zum nächsten. Death from Below ist auch nur eine Bronze-Trophäe. In Buried, drop the beat on 10 Zombies in one game. Okay, Death from Below. Also der Tod kommt, normalerweise gibt es ja im Multiplayer immer so einen Titel Death from Above, also der Tod kommt von oben. Nun ist es diesmal hier andersrum, Death from Below. Ich denke mal, entweder wird es die neue Wunderwaffe sein, die es da noch geben wird, die noch nicht gezeigt wurde. Es gibt auf jeden Fall noch eine neue Waffe neben der Mark II. Oder es wird was mit einem Perk zu tun haben. Okay, Drop the Beat, das ist ja eigentlich immer so im Musikgenre drinne, wenn halt zum Beat, ja, der Work-up kommt und dann auf einmal scheppert's richtig und da geht's richtig ab im Lied. Ich weiß nicht, was damit gemeint werden soll. Es kann ein Perk sein oder die neue Wunderwaffe. Ich denke mal, es wird die Wunderwaffe sein. Kann aber auch das Perk sein, wenn man bedenkt, dass im Mob of the Dead auch Electric Cherry als Perk ja, eine Trophäe bekommen hat. Ja, kann ich nicht viel zu sagen, ob es Perk sein soll oder die Wunderwaffe. Müssen wir halt noch die 4 Tage abwarten. Candygram. In Buried, make a candy delivery. Man hat ja auch im Trailer gesehen, dass dieser Riese, dass man ihn füttern kann mit Süßigkeiten. Und das wird es wahrscheinlich sein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist ja offensichtlich. Das nächste, Awaken the Gazebo. In Buried, pack a punch a weapon during round one with no using. Oder muss ich kurz X drücken? Nochmal von vorne. In Buried, pack a punch a weapon during round one with no using the bank or weapon locker. Also, man soll in Runde 1 schon eine Waffe pack a punchen.
ohne dass man die Bank benutzt und ohne dass man das Waffenlager benutzt. Also es ist schon mal hier bestätigt, dass es die Bank geben wird und das Waffenlager, wie auch in Transit und Dice jetzt. Nur frage ich mich, wie man schon in der ersten Runde Pick-a-Punchen soll. Vielleicht gibt es auch wieder irgendwas, wo das Pick-a-Punchen billiger wird, weil es kostet ja 5000. Oder vielleicht gibt es irgendwie eine Weise, wie man schon an sehr viele Punkte in der allerersten Runde rankommen kann. Bin ich gespannt, was das sein wird. Vielleicht hat es auch irgendwas mit einem Riesen zu tun. Oder auch was mit einem Perk. Oder mit einer Frau. Oder mit was anderem. Gut, gehen wir mal zum nächsten. Revisionist Historian and Buried Rewrite History. Gut, ich denke mal, hat irgendwas mit dem Easter Egg zu tun. Man soll halt die Geschichte neu schreiben. Ja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Ja, gehen wir zum nächsten. Mazed and Confused and Buried survive an entire round within the maze on round 20 or higher. Im Mob of the Dead gab es ja auch schon eine Trophäe, dass man auf der Brücke 15 Runden, nicht 15 Runden, sondern ab Runde 15 eine ganze Runde dort überleben soll. Das machen die auch hier. Nur diesmal setzen sie noch einen drauf in Runde 20 und in eine Maze. Maze ist ja ein Labyrinth. Und ich denke mal, das wird schwierig. Ob das aber jetzt wieder sowas sein wird, wie in Mob of the Dead, dass man durch irgendeinen speziellen Weg erst zu diesem Platz da hinkommt, also auf die GG Bridge kommt man ja erst durch dieses Flugzeug, oder ob man da ganz normal hinlaufen kann in dieses Labyrinth hier. Bin ich gespannt, was das jetzt sein wird. Dieses Labyrinthe sind ja eigentlich immer eng und deswegen denk mal, dass es in der Map auch so ein enges Labyrinth sein wird und es wird schwierig. Runde 20 und in einem engen Labyrinth. Naja, na gut, wenn es im Labyrinth innen drinne so eine Mitte gibt, wo es ein bisschen mehr Platz dann geben wird, ist es dann okay eigentlich. Aber sonst finde ich die Trophäe schon ein bisschen schwierig und nur eine Bronze-Trophäe. Naja, gut, gehen wir mal zum nächsten. Third Against the Wall. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber im Englischen ist es so: die LSAT heißt Pack-a-Punched F-Third. Elsa, wenn man das ja ein bisschen, wenn man die Buchstaben umdreht, also das S und das A kommt ja last raus und deswegen heißt die Pack-a-Punch-Version auch F-Third, also es wird ja First heißen. Und ja, die Details dazu: in Bury purchased the L-Side of the Wall and Pack-a-Punched. Okay, hier mal was ganz Neues, eine Machine Gun an der Wand. Ja, ein Maschinengewehr an der Wand. Gab es noch in keiner Map und man soll die Pack-a-Punchen. Okay, die Trophäe ist sehr einfach irgendwie. Außer die Elsa ist irgendwo versteckt, wo man vielleicht nur durch den Riesen hinkommt. Dann ist es vielleicht ein bisschen schwerer, aber auch nicht so die Wucht. Aber ich freue mich, dass sie mal endlich mal eine richtig schöne, starke Waffe an die Wand machen, die ich mir eventuell dann immer kaufen kann. Außer sie ist natürlich irgendwo versteckt, wo man nur durch spezielle Wege hinkommt. Gut, das war's mit der vorletzten Trophy. Und zur letzten: When the Revolution comes in Buried, return to processing. Ja, ich denke, man soll auch was mit dem Easter Egg zu tun haben. Man soll ja die Entwicklung, man soll dahin zurückgehen zur Entwicklung, fortführen, wie auch immer. Die Trophäe heißt ja, wenn die Revolution kommt. Ich denke mal, man soll das irgendwie im Easter Egg dann schaffen. Mehr kann ich zu den Easter Egg Trophies hier nicht wirklich sagen, nur zu den anderen, die offensichtlicher sind. Das wird auf jeden Fall hier Mind Games, wird auf jeden Fall was mit Easter Egg zu tun haben. Es ist die Silbertrophäe und wir wissen ja, Silbertrophäen hatten immer was mit Easter Egg zu tun. Die zweite Silbertrophy wäre, wo haben wir es denn? Das hier, Revisionist Historian und die letzte, When the Revolution Comes. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Achso, was ich noch sagen wollte, es hat ein bisschen gedauert, bis ich Trophäen bei mir angezeigt habe bekommen. Ich musste offline gehen, denn wenn ich online gehe, kann ich ja nochmal kurz, oder ne, lass ich mal lieber. Ja, da wurden sie mir nicht angezeigt. Hier unten. Mal gucken, wenn ich es hier so mache, ob es ganz unten angezeigt wird. Ja, wird angezeigt. Gut. Also, wo ich eben online war, wurden sie mir hier nicht angezeigt. Das soll es aber trotzdem von diesem Video gewesen sein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu den Trophäen oder sonstiges oder Rager Mark II, bla bla bla, schreibt es in die Kommentare und man sieht sich wie immer im nächsten Video.